Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Leibniz-Wirtschaftsgipfel 2022. Ja, es stimmt, auf dem Podium sitzen sieben Experten und eine Expertin, sieben Männer und eine Frau. Herzlich willkommen, liebe Frau Weidenfeld, Ursula Weidenfeld. Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder als in vielfältigen Kontexten bestens ausgewiesene Journalistin, nicht nur, aber durchaus besonders für Wirtschaftsfragen und Wirtschaftspolitik, heute unseren Gipfel moderieren. Die sieben Männer, die ich darüber hinaus begrüße, sind hier, weil sie die Spitzen unserer Leibniz-Wirtschaftsforschungsinstitute repräsentieren. Denn das wollen wir mit dem Leibniz-Wirtschaftsgipfel, eine differenzierte und gerne auch kontroverse Debatte auf Spitzenniveau. Das heißt aber nicht, keinesfalls, dass es in diesem Feld auf Spitzenniveau keine Frauen gäbe. Es das heißt leider, dass diese Spitzenfrauen derzeit keines der acht einschlägigen Leibniz-Institute leiten. Das ist sehr bedauerlich, aber veränderlich. Und die Leibniz-Gemeinschaft arbeitet sehr hart daran, an der Ausgewogenheit der Geschlechter auf allen Ebenen. Nun, liebe Kollegen, ich begrüße Sie, lieber Herr Bauer, lieber Herr Fratscher, lieber Herr Fuest, Herr Holtemüller, lieber Herr Kurz, lieber Herr Krahn und lieber Herr Wambach, last but not least. Herzlich willkommen, vor allem auch Ihnen, meine Damen und Herren, zum Leibniz Wirtschaftsgipfel. Auch heute begrüßen wir Sie online. Und das hat durchaus auch etwas Gutes. Über 700 Personen haben sich zu unserer heutigen Debatte angemeldet. Wieder einmal viel, viel mehr, als wir bei uns im Atrium im Berliner Haus der Leibniz-Gemeinschaft hätten beherbergen können. Es ist unsere gute Tradition geworden, dass die Leitungen von Leibniz-Wirtschaftsforschungsinstituten beim Leibniz-Wirtschaftsgipfel zusammenkommen und gemeinsam drängende Fragen unserer Zeit diskutieren. Bei dem heutigen Gespräch soll es um die aktuellen Herausforderungen für die deutsche und europäische Wirtschaftspolitik gehen. Ich freue mich, Ihnen die Teilnehmenden des Leibniz-Wirtschaftsgipfels kurz vorzustellen. Thomas Bauer ist Vizepräsident des RWI, dem Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen, und Professor für empirische Wirtschaftsforschung an der Ruhr-Universität Bochum. Marcel Fratscher ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Berlin in der Leibniz-Gemeinschaft und Professor für Makroökonomie und Finanzen an der Humboldt-Universität zu Berlin. Jan-Peter Krahn leitet unser Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung SAFE in Frankfurt und ist dort auch Professor für Kreditwirtschaft und Finanzierung. Clemens Fuest ist Präsident des IFO-Instituts, dem Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München und dort auch Direktor des Center of Economic Studies. Oliver Holtemüller ist stellvertretender Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle und Professor für Volkswirtschaftslehre an der dortigen Martin-Luther-Universität. Stefan Kurz ist Vizepräsident, möchte sagen, kommissarischer Co-Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft in der Leibniz-Gemeinschaft und Direktor des Forschungszentrums Konjunktur und Wachstum. Achim Wambach ist Präsident des ZEW, dem Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung Mannheim, und Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Mannheim. Und nun an unsere geschätzte Moderatorin Ursula Weidenfeld. Bitte übernehmen Sie. Ja, vielen Dank, Herr Kleiner, für die freundliche Einführung und für die freundliche Begrüßung. Ich darf Ihnen ganz kurz vorstellen, was wir in der nächsten Stunde vorhaben. Und wenn Sie sich an unserer Diskussion beteiligen wollen, dann kann ich Sie nur jetzt schon einladen. Bitte stellen Sie Ihre Fragen im Chat und warten Sie nicht zu lange, weil wir haben nur eine Stunde und wir sind viele Personen, die viel zu sagen haben. Also beteiligen Sie sich bitte, sobald Sie können. Wir wollen anfangen mit einer kurzen Frage nach der Bundesregierung, der neuen Bundesregierung, ihren Hauptaufgaben und für diejenigen, die können und mögen, vielleicht auch schon mit einer ersten kleinen Stilkritik. Wir sind noch nicht ganz die 100 Tage durch, aber vielleicht kann man ja schon mal gucken, was ist nur anfangs Gerumpel und wo sind vielleicht auch
größere Verwerfungen zu erwarten. Wir würden uns dann mit der Frage der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen auf das Wirtschaftsgeschehen beschäftigen, gucken dann auf Inflation und Finanzmärkte und dann natürlich auch auf die Finanzmarktfragen der neuen Standards, die jetzt gesetzt werden, und würden uns im letzten Teil unserer Debatte mit der Energiepolitik, nicht nur der Energiewende, sondern natürlich auch der Ukraine-Krise und der Frage beschäftigen, welche Auswirkungen das auf Wirtschaft, Konjunktur und Energieversorgung haben wird. Fangen wir an mit der Bundesregierung und wenn ich darf, Herr Fuß, ich sehe Sie gerade vor meiner Nase, fangen Sie an. Was muss die neue Bundesregierung als nächstes, als erstes anfassen und wenn Sie können, was hat sie in den letzten Monaten gut und vielleicht auch nicht so gut gemacht? Ja, vielen Dank, Frau Weidenfeld. Ich denke, wie jede Regierung hat die Bundesregierung die kurzfristig drängenden Probleme. Sie muss Bedingungen dafür schaffen, dass die Wirtschaft sich erholen kann aus der Corona-Krise. Dabei ist es schwierig, ein Gleichgewicht zu finden zwischen dem langsamen Abbauen der kurzfristigen Hilfen und dem Vermeiden eines zu schnellen Abbaus. Sie hat natürlich die Ukraine-Krise, die damit verbundenen energiepolitischen Probleme. Dann sollte sie aber eben nicht aus dem Blick verlieren die mittelfristigen Herausforderungen. Und die kennen wir alle. Das ist der demografische Wandel, Fachkräfteknappheit. Das ist natürlich die Frage, wo steht Deutschland eigentlich in der Digitalisierung? Da steht Europa nicht so doll da und Deutschland ebenfalls nicht. Und dann gibt es natürlich die Fragen der Bildungspolitik. Und selbstverständlich das zentrale Projekt dieser Bundesregierung, nämlich die grüne Transformation oder die Dekarbonisierung der Wirtschaft. Und da besteht ja die Herausforderung darin, das zu erreichen, die ehrgeizigen Klimaziele zu erreichen, aber zu verhindern, dass Deutschland sich deindustrialisiert. Die Industrien der Zukunft sind energieintensiver, darüber besteht Einigkeit, aber das bedeutet eben auch, dass zum Beispiel Energiepreise ein wichtiger Standortfaktor sind. Hier ist Deutschland in den letzten 10 Jahren auch im Vergleich zu Resteuropa, ganz zu schweigen von anderen Ländern, zurückgefallen. Wir haben also schon an Wettbewerbsfähigkeit verloren und müssen aufpassen, dass sich das nicht verschlimmert, sondern umdreht. Und haben Sie einen Satz dazu, wenn Sie sagen, wir müssen aufpassen, dass sich das nicht verschlimmert, sondern umdreht? Ist die Bundesregierung da auf dem richtigen Weg? Ich denke, die Bundesregierung versucht da, die richtigen Konzepte zu entwickeln. Was wir derzeit haben, ist ja nur ein sehr grober Plan. An diesem Plan ist glaubwürdig, dass vieles abgeschaltet wird. Es ist noch weniger überzeugend, dass auch viel angeschaltet wird. Aber wir müssen eben auch anschalten. Gibt es durchaus ein paar gute Ideen, Abbau der EEG-Umlage. Aber ich denke, die vielleicht allergrößte Herausforderung da liegt darin, dass allein von den Planungsverfahren wir diese Transformation unter den derzeitigen Bedingungen nicht hinbekommen. Das weiß die Bundesregierung auch, aber es ist einfach noch zu früh zu sagen, ob die Bundesregierung das hinbekommt. Alle Länder um uns herum gehen andere Wege. Wir gehen einen Sonderweg mit Abschalten von auch der Atomenergie und insofern stehen wir hier vor einer großen Herausforderung. Herr Fratscher, bitte. Ich teile davon viel. Ich glaube, die Schwierigkeit ist in der Tat, den Spagat hinzubekommen, kurzfristige Bekämpfung der Pandemie und gleichzeitig diese Transformation, die Clemens Fuß angesprochen hat, zu gestalten. Ich denke, ich würde der neuen Bundesregierung durchaus bisher ein sehr gutes Zeugnis ausstellen. Ich denke, man hat sehr klar die Prioritäten gesetzt, auch für Zukunftsinvestitionen. Die Rücklage in den Klimafonds halte ich für absolut notwendig. Man versucht einen Weg an der Schuldenbremse vorbei oder freundlicher gesagt, man versucht mit der Schuldenbremse zu leben, ohne die notwendigen Zukunftsinvestitionen zu verhindern. Das finde ich absolut richtig. Ich denke schon, dass man die richtigen Prioritäten setzt, auch bei der Digitalisierung. Was mir im Augenblick noch fehlt, ist auch die soziale Komponente. Ich glaube, wir müssen verstehen, dass der Klimaschutz, auch die digitale Transformation nur dann Erfolg haben kann, wenn es ein hohes Maß von sozialer Akzeptanz gibt. Und wir sehen es ja im Augenblick bei den Energiepreisen, dass Menschen völlig zu Recht sagen, gerade die, die wenig Einkommen haben,
Auf einmal muss ich hier 100, 150 Euro im Monat mehr fürs Heizen, für den Strom bezahlen. Das kann ich mir nicht leisten oder das trifft mich hart. Und dieses Denken, also die nicht nur zu denken, was ist das Richtige aus ökonomischer Sicht, um mehr neue erneuerbare Energien zu schaffen, das, was Clemens Fuß da auch angesprochen hat, ich sehe das nicht so kritisch. Ich denke, es ist absolut richtig, der Weg. Wir brauchen einen schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien. Ich halte auch das Abschalten von Atomenergie für richtig und notwendig. Es ist eine sehr teure Energie. Auch das muss man immer wieder dazu sagen. Das ist jetzt nicht so, dass das eine günstige Energie ist. Also die soziale Komponente ist wichtig. Ich würde auch der Bundesregierung ein positives Zeugnis ausstellen bei der Europapolitik. Auch da zu sagen, wir brauchen Reformen auf europäischer Ebene, auch Reformen der Fiskalregeln. Ich denke, da hat der Finanzminister sehr klug gemacht und gesagt, wir sind verhandlungsbereit, aber wir haben auch klare Prinzipien, die stabilitätsorientiert sind. Ich finde die Außenpolitik auch der Bundesregierung für sehr gut, auch der Außenministerin, die viel Prügel vor ihrer Ernennung einstecken musste und jetzt zeigt, dass sie Deutschland sehr gut repräsentiert. Also die Zukunftsinvestitionen sind wichtig, nur die soziale Komponente, das ist, glaube ich, das zusammenzudenken, wäre für mich wichtig. Herr Kurz, teilen Sie das? Also meine Begeisterung hält sich da etwas in stärkeren Grenzen. Und zwar, wenn wir das ganz grobe Bild zeichnen wollen, deshalb, weil ich nicht den Eindruck habe, dass der Bundesregierung wirklich klar ist, dass sie sich in einem ganz anderen gesamtwirtschaftlichen Umfeld bewegen muss in den 2020er Jahren. Sie will ja auch über die 4 Jahre hinaus weiter regieren. Also können wir ruhig mal das gesamte Jahrzehnt in den Blick nehmen. Also, dass sie sich in ganz anderen gesamtwirtschaftlichen, unter ganz anderen gesamtwirtschaftlichen Bedingungen agieren muss, als wir das jetzt über viele Jahrzehnte gewohnt waren. Die Wachstumsraten von etwa 1,4%, die wir aus der Vergangenheit kannten, die werden relativ schnell abschmelzen auf vielleicht deutlich unter 1% schon am Ende dieser Legislatur und dann Richtung Ende der 2020er Jahre bewegen wir uns eher so auf 0,5% hin. Das heißt, wir haben schwächere Wachstumskräfte und zugleich nehmen die Verteilungskonflikte zu. Darauf hat diese Bundesregierung noch überhaupt nicht reagiert. Das Stichwort Rentenpolitik ist ja bereits genannt worden von Herrn Fuß. Da würde man sich also von einer langfristig orientierten Politik etwas ganz anderes versprechen. Die Schuldenbremse ist geändert worden. Da ist viel juristisch drüber gesprochen worden, ob das in Ordnung ist oder nicht. Das will ich jetzt mal außen vor lassen. Die Frage ist, passt es überhaupt in die gesamtwirtschaftliche Landschaft, die wir für die nächsten Jahre erwarten können? Und da ist die Antwort nein. Wir kommen jetzt aus dieser Corona-Krise heraus. Das ist ein selbsttragender Aufschwung. Wir haben ganz kräftige Auftriebskräfte, über 200 Milliarden Euro aufgestaute Ersparnis bei den privaten Haushalten. Wir haben Auftragsüberhänge in der Industrie, die sind auf einem Rekordhoch. Das heißt, diese Wirtschaft wird, sobald die Bremsen durch die Corona-Schutzmaßnahmen wegfallen können, wieder durchstarten. Und wir kommen dann eher in eine Situation der Überauslastung. Und in diese Situation hinein hat man sich jetzt auch noch zusätzliche Ausgabespielräume für weitere defizitfinanzierte Projekte zugestanden. Das passt einfach gesamtwirtschaftlich nicht in ein Stabilitätsdenken hinein. Letzter Punkt. In einem Koalitionsvertrag ist ja nicht nur interessant, was drinsteht, sondern was nicht drinsteht. Und zur Frage, wie man im Euroraum wieder zu einem stabilitätsorientierten Kurs kommen möchte, ohne dass die Notenbank permanent den Rausputzer spielen muss, was sie ja eigentlich dezidierterweise gar nicht tun sollte. Darauf findet man gar keine Antworten und das kann dieser Bundesregierung schneller, als sie glaubt, auf die Füße fallen. Ja, vielen Dank, Herr Bambach. Wir haben ja jetzt ein paar Mal schon über Energie gesprochen. Vielleicht ist das Thema, was Sie auch für Ihr Eingangsstatement interessiert. Wir haben auch schon, wenn ich darf, und das ist so ein bisschen jetzt ein Bro mit den Regeln, aber wir haben schon reichlich Fragen im Chat. Und wenn ich darf, würde ich Ihnen gleich noch die von Herrn Schlünzen mitgeben, ob denn die gegenwärtigen hohen Energiepreise von Faktoren, die mit dem Koalitionsvertrag zu tun haben, beeinflusst werden oder eben nicht vielmehr von Faktoren, die die deutsche Regierung gar nicht in der Hand hat, nämlich im Moment der Ukraine-Krise. Ja, vielen Dank. Vielleicht erst eine allgemeine Aussage. Also ich glaube, die Regierung, die muss sich noch finden. Sie hat
in vielen Dimensionen ist noch nicht klar, da sind Wünsche geäußert worden und Richtungen, aber die Priorisierung ist überhaupt noch nicht gegeben und das werden jetzt auch die Budgetverhandlungen zeigen. Ich glaube aber auch ein grundsätzliches Thema ist, wir stehen vor einem riesigen Strukturwandel und ich würde den nicht so, der ist nicht Business as usual, der ist schon gravierender und ich sehe nicht, dass, also alle Parteien sprechen sich dafür aus, aber man hat ihn delegiert an den Wirtschafts- und Klimaschutzminister und das ist, finde ich, eigentlich zu wenig. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die alle Ressorts betrifft und es ist eben schon angesprochen worden, seit Jahren, seit Jahrzehnten reden wir über Netzausbau, wir reden über den Ausbau der erneuerbaren Energien und die stocken und das liegt nicht am Wirtschaftsministerium, das liegt an den Länderministerien, das liegt auch an den Verkehrsministerien, das liegt sozusagen in der gesamten Verantwortung und wenn man mich fragen würde, was ist das wichtigste 100-Tage-Programm, würde ich sagen, das ist diese Genehmigungsverfahren beschleunigen, weil das wird uns Jahre retten oder halt kosten, je nachdem, wie es gemacht wird. Zur Energie, die hohen Energiepreise sind ein weltweites Phänomen, ist kein deutsches Phänomen, also da kann man der Bundesregierung nicht sagen, das habt ihr mit verbockt, aber sie sind natürlich Ankündigungen von denen, was kommen. Sie bremsen die Wirtschaft, der Ukraine-Konflikt, gehen wir nachher vielleicht drauf ein, der hat das Potenzial, die Energiepreise noch weiter ansteigen zu lassen. Also die Höhe liegt nicht bei der Regierung, den Umgang damit natürlich schon. Ja, also wie wird es zum einen, wie wird es kommuniziert, was sind die Ziele der Regierung und welche Maßnahmen werden ergriffen, damit sich dieser Anstieg dann doch in den Haushalten in moderaten Grenzen lässt. Die Diskussion ist ja schon EEG-Umlage abschaffen und weitere Maßnahmen werden da diskutiert. Herr Bauer, bitte. Ja, auch ich kann mich in vielen Dingen meinen Kollegen anschließen. Ich möchte noch nicht die Bundesregierung jetzt beurteilen nach so kurzer Zeit. Sicherlich braucht es längere Zeit, bis man hier sich zusammenfindet. Schön ist, und da stimme ich mit Herrn Bambach und Herrn Fuß und Herrn Fratscher und Herrn Kozuhaus überein, dass das Thema Klimawandel und Energie ganz oben auf die Agenda gesetzt wird. Die Gefahr, die ich sehe, ist, dass andere mittelfristige Probleme ein bisschen hinten runterfallen. Also ein anderes Problem, das wir seit Jahrzehnten vollkommen ignorieren und auch im Bundestagswahl praktisch keine Rolle gespielt hat, ist der demografische Wandel. Und ohne den Fachkräftemangel anzugehen, wird man auch in der Klimapolitik nicht sehr stark weiterkommen. Irgendwer muss die Netze ausbauen. Und wenn die Fachkräfte jetzt noch nicht da sind, wird man da nicht erfolgreich sein. Eine zweite Sache, die ich ein bisschen kritisch sehe, auch wenn es da zum Teil kleinere andere zumindest Anmerkungen gibt, ist, dass wir uns gerade in der Energie- und Klimapolitik hier zu sehr darauf konzentrieren, was wir aus Deutschland machen können. Wir werden diese Ziele nicht erreichen, wenn wir das nicht international denken. Also beispielsweise angehen, dass wir einen internationalen Markt für erneuerbare Energien anstoßen. Da geht es um Importe von Wasserstoff. Hier könnte man zum Beispiel die Präsidentschaft des G7 gut brauchen. Hier geht es auch um CO2-Mindestpreise, hier anzustreben, hier einen Konsens zu finden, auch wenn das sehr, sehr schwierig ist. Aber ohne diese internationale Kompetenzen allein werden wir diese Ziele nicht erreichen. Insbesondere dieser internationale Energiemarkt, glaube ich, muss sehr viel stärker in den Fokus rücken. Und eben all die Probleme, Rente ist ein Problem, aber die mit dem demografischen Wandel und dem Fachkräftemangel im Zusammenhang stehen. Hier wird das angekündigte Punktesystem bei der Zuwanderung das Problem nicht lösen. Wir haben in Deutschland das liberalste Einwanderungssystem für Arbeitskräfte in allen OECD-Ländern. Das weiß nur keiner, Herr Bauer. Ja, das ist mein zweiter Punkt. Es weiß nur keiner. Weder die Unternehmen in Deutschland wissen das sehr stark. Ich weiß auch, dass teilweise Ausländerämter das nicht wissen. Ich glaube, hier brauchen wir eine ganz große Anstrengung für diese liberalen Zuwanderungsregelungen international wirklich mehr Werbung zu machen. Nur eine Webpage zu schalten, Make it in Germany, ist ja sicherlich nicht ausreichend. Danke.
Vielen Dank, Herr Kranen, bitte. Und wenn Sie können, Herr Kranen, wäre es nett, wenn Sie auch noch 2, 3 Sätze sagen. Heute ist die Taxonomie in Europa, in Brüssel wieder vorgestellt worden, kaum verändert. Ist es schlau, das so zu machen? Und was kommt da in der Standardsetzung auf uns zu? Ja, ich würde 2 Themen nennen als Herausforderungen, die jetzt angegangen werden müssen. Davon ist eine das, was Sie ansprechen, die, ich sage mal, die konzeptionelle Durchdringung, was eigentlich eine grüne Transformation sein soll. Und wenn ich da ernsthaft dran arbeite, ist der allererste Schritt, ich muss klar machen, was eigentlich Nachhaltigkeit bedeuten soll, auf was wir eigentlich hin investieren und transformieren wollen. Und das hat viel damit zu tun, ein gutes Set von Daten, von Beobachtungen zu haben, an denen wir Nachhaltigkeit dauerhaft messen wollen und über die Zeit verfolgen wollen. Und da ist der Aufschlag der Europäischen Kommission, die Taxonomie, über die in der Tat heute, bei der heute wichtige Entscheidungen getroffen werden sollen. Und ich glaube, wenn wir konzeptionell ernsthaft darüber nachdenken und arbeiten, was meiner Meinung nach mithilfe der Bundesregierung nun unbedingt dringend passieren muss, werden wir nicht bei der Taxonomie stehen bleiben und sagen, dass das eine gute Lösung ist. Ich halte das für eine schlechte Lösung. Ich halte andere Lösungen für besser. Ich halte es insbesondere für sinnvoll, ohne das Thema zu sehr in den Vordergrund zwingen zu wollen, dass wir auf die Kapitalmärkte uns einrichten und dass wir fragen, was aus Kapitalmarktsicht vernünftige Kriterien und Messweisen sind. So etwas ist gerade im Entstehen, im Aufbau, vielleicht können wir später nochmal drüber reden, gerade hier in Deutschland. Und Deutschland kann da auch eine Mitwirkung bei dieser Standardentwicklung spielen. Ein großes neues Standardsetzungsinstitut weltweit, das sich allerdings am Kapitalmarkt erst bewähren und durchsetzen muss, wird hier in Frankfurt entstehen. Und ich denke, das wird auch für uns Leibniz-Institute eine Chance sein, da mitzuspielen. Das zweite Thema, was ich nennen möchte und was eigentlich, wenn ich normalerweise über Themenlisten nachdenke, immer mitgenannt wird, aber heute noch gar nicht genannt worden ist und dennoch meiner Meinung nach oberste Priorität hat, ist das Thema Europa. Wir sind in vielerlei Hinsicht in der europäischen, sagen wir mal, Entwicklung stecken geblieben. Und das kann man in vielen Details sehen, insbesondere auch in den Bereichen, die mir jetzt sehr nahe liegen, Finanzmarktentwicklung, Bankenentwicklung, aber auch Fiskalunion und solche Dinge. Und bei diesen Themen brauchen wir einen langen Atem und deswegen eine frühe konzeptionelle und zielorientierte Festlegung und Planung seitens der Bundesregierung. Das fehlt mir und das vermisse ich und ich hoffe, dass da noch was nachgelegt wird. Vielen Dank. Und dann Herr Holtemöller, bitte. Ja, ich denke, dass die Bundesregierung, aber nicht nur die Bundesregierung, sondern auch große Teile der Bevölkerung eine Megafrage verdrängen, nämlich die Frage, wer trägt die Kosten der Transformation, der Dekarbonisierung, wie man das auch immer nennen mag. Diese Frage wird überhaupt nicht diskutiert, sondern es wird der Eindruck erweckt, dass man zum Beispiel, na, Herr Fatscher erwähnte das durch jetzt Verschuldung, diese Aufgaben lösen, das würde ja trotzdem aber halt zu realen Kosten heute führen. Die Investitionen müssen ja real erbracht werden oder man kann es natürlich auch mit an anderer Stelle expansiver Politik lösen seitens der Geld- und der Finanzpolitik, was dann inflationäre Effekte zur Folge hätte. Und das hat auch Verteilungsimplikationen. Und diese Verteilungsimplikationen werden, so wie ich es wahrnehme, in der öffentlichen Diskussion nicht öffentlich und transparent angesprochen, sondern es wird der Eindruck erweckt, am Ende wird es von der Transformation nur Gewinner geben. Und das glaube ich nicht. Ich glaube, die Transformation wird auch Verlierer produzieren. Und das ist ein Problem. Haben Sie da schon einen Verdacht, Kontexten, Herr Holtemöller, wo die Verlierer sitzen? Naja, da kann man jetzt an verschiedenen Stellen anfangen. Also nehmen wir beispielsweise den Braunkohleausstieg. Alle sind sich darüber einig, dass Braunkohle nicht der Energieträger der Zukunft ist und dass aus der Braunkohle ausgestiegen werden sollte. Aber ich glaube, die Regionen, in denen heute noch Braunkohle Teil des wirtschaftlichen Alltags ist, die werden zumindest mal auf ein paar Jahre Verlierer dieses Prozesses sein, selbst wenn man ihnen hilft mit Strukturwandelgeldern und so weiter. Aber da gibt es Menschen, die werden sich individuell zumindest als Verlierer dieser Transformation empfinden. Wenn wir die Energiepreise nehmen, die schlagen bei unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen ganz unterschiedlich auf. Und da werden nicht alle Menschen den Eindruck haben, dass sie unmittelbar davon profitieren, wenn sie höhere Energiepreise bezahlen müssen. Also diese Transformation wird zumindest
empfundene Verlierer und wahrscheinlich in den meisten Fällen auch objektiv begründet produzieren. Und es wird im Moment in der Diskussion der Eindruck erweckt, das kostet alles gar nichts, ne, sondern wir können das durch mehr Verschuldung oder eine expansivere Finanzpolitik überlagern. Und ich glaube, das wird am Ende nicht funktionieren. Und dieser Frage stellt sich die Regierung nicht. Das trifft auch auf die Demografie zu. Das wurde schon genannt. Da haben wir das gleiche Phänomen. Es ist völlig offensichtlich, dass die deutsche gesetzliche Rentenversicherung nicht stabil finanziert ist angesichts der Demografie. Und das Problem wird einfach unter den Tisch gekehrt. Ja, man wartet, dass von alleine irgendwie das Problem sich lösen wird. Jedenfalls gibt es im Koalitionsvertrag keine Aussage zum Thema Rentenreform. Die vergangene Bundesregierung hat ja immerhin noch eine Kommission dazu eingesetzt, aber dann eben am Ende auch nicht entschieden. Ich habe jetzt Herrn Kurz schon als Wortmeldung auf dem Zettel. Ich würde aber gerne, Herr Kurz, bevor Sie jetzt Herrn Holtemüller aus vollem Herzen zustimmen, und ich nehme an, das war auch der Grund Ihrer Wortmeldung, Sie bitten, vielleicht noch eine Frage mitzunehmen, nämlich die von Frau Neumann, die uns auf den Pfad zu unserem ersten inhaltlichen größeren Thema dann auch senden will mit der Frage nochmal, brauchen wir oder müsste nicht jetzt eine Impfkampagne auf den Weg gebracht werden, die ökonomische Anreize auch sinnvoll macht, zum Beispiel Gutscheine. Andere Länder machen das ja mit einer Lotterie, damit man das Thema wenigstens für den nächsten Herbst von der Backe hat. Aber trotzdem würde ich Sie natürlich auch bitten, auf die aktuelle Corona-Situation einzugehen. Wir haben gestern Arbeitsmarktzahlen bekommen, die so aussehen, als sei alles wieder in bester Ordnung, jedenfalls auf dem Arbeitsmarkt. Trotzdem hat die Bundesregierung die Kurzarbeiterregelungen verlängert, die uns in den letzten 2 Jahren schon 40 Milliarden Euro gekostet haben. Und wenn Sie ja nun alle sagen, es ist das Geld, es ist nicht unbegrenzt Geld da, ist es sinnvoll, da weiter die Regelungen zu verlängern, wenn sie offenbar ja nicht unbedingt gebraucht werden. Okay, da schlagen wir jetzt einen großen Bogen von der mittleren Frist zur kurzen Frist. Genau, und Sie müssen es ganz schnell schaffen, Herr Kurz. Das ist die Herausforderung. In Ergänzung dessen, was Herr Holtemüller ausgeführt hat. Es wird der Eindruck erweckt, diese Transformation sei ein Wachstumsprogramm. Von dieser Illusion müssen wir uns verabschieden. In erster Linie bauen wir damit die Produktionsstrukturen um und nicht neue auf. Das heißt, obwohl wir jetzt sehr hohe Investitionen sehen werden, in die Energiewende bedeutet das eben nicht, dass wir damit die gesamtwirtschaftlichen Produktionsmöglichkeiten erweitern, sondern wir strapazieren unsere Produktionsmöglichkeiten, die ohnehin weniger stark wachsen können aufgrund der demografischen Entwicklung. Das verschärft die Situation noch weiter und wir müssen noch hier aufpassen, dass es nicht in die Überhitzung abdriftet. Denn die auch realwirtschaftlichen Möglichkeiten sind nun mal begrenzt. Das eine ist, sich neue Schuldenspielräume zu verschaffen. Das andere ist, darauf zu achten, was können wir überhaupt leisten. Was jetzt die Impfung angeht, die spielt natürlich für die nächsten Monate keine Rolle mehr. Ich glaube auch nicht, dass das wirklich jetzt die entscheidende Frage ist für die konjunkturelle Entwicklung. Was jetzt ein zweckmäßiges Instrument ist, um mehr Menschen zur Impfung anzureizen, da kann man drüber nachdenken. Die bisherige Debatte hat offensichtlich dem nicht geholfen, sondern hat eher die gesellschaftlichen Fronten verhärtet. Von daher war das nicht wirklich zielführend. Und wenn wir uns mal, das ist vielleicht sollte man dabei auch dazu sagen, was wir als Ökonomen besonders bedauern, ist, dass wir hier keine gute Datenlage haben in Deutschland. Und zwar mittlerweile gehen wir in das dritte Pandemiejahr. Und wir sind immer noch fast im Blindflug. Jetzt wird gesagt, die Impfquote ist zu niedrig. Das kommt sehr stark darauf an, auf welche Zahlen man schaut. Es gibt auch vom RKI Zahlen, die bei den etwa über 60-Jährigen... Herr Kurz, ich wollte jetzt gar nicht gerne in die Detaildiskussion zur Datenlage und zur Impfkampagne, sondern einfach nur darauf schauen, ist das, was passiert im Moment, vernünftig? Hat man die richtigen Instrumente und... wenn Sie mögen, wirklich auch noch mal zum Thema Arbeitsmarkt, ist es klug, jetzt Regelungen zu verlängern, die möglicherweise auf das eigentlich adressierte Problem gar nicht mehr passen?
Also dem würde ich, das würde ich im Grunde so sagen. Die Kurzarbeiterregelung, das war vernünftig, dass wir sie hatten, weil es einen automatischen Stabilisator darstellt. Die progressive Ausgestaltung war nicht vernünftig. Das heißt, die Lohnersatzraten nahmen zu, je länger man das Arbeitslosengeld bezog. Das war nicht vernünftig. Man hätte dort umgekehrte Anreize setzen müssen für alle Beteiligten. Und jetzt die abermalige Verlängerung ist auch nicht vernünftig, denn die Sorge muss uns schon umtreiben, dass wir damit den Strukturwandel unnötig aufhalten. Und auch das ist dann eben mit gesamtwirtschaftlichen Kosten verbunden. Deshalb würde ich sagen, muss Dankeschön. Man jetzt auch zu einem Ende dieser Unterstützungsmaßnahmen kommen. Vielen Dank. Ich würde gerne dazu Herrn Fratscher fragen, Herrn Fuest, und dann hat sich gemeldet Herr Bauer. Ja, wir wollen da ein bisschen diskutieren und da Stefan Kurz doch entscheidend widersprechen. Also die Transformation sei kein Wachstumsmotor. Ich glaube, das zeigt, wo bei uns auch in der Profession, in der Ökonomie das Problem liegt. Nämlich, dass wir viel zu enge Konzepte von Wachstum und von Messung haben. Denn hier geht es darum, Klima, Umwelt, Biodiversität zu schützen und zu erhalten. Und den Schaden, den wir in den letzten Jahrzehnten und auch tagtäglich sehen, für Umwelt, bei Umweltkatastrophen wird es am sichtbarsten, die Ahrhochwasser beispielsweise im Sommer, dass wir das nicht ausreichend messen. Und ich würde ganz entscheidend widersprechen, die Transformation sei kein Wachstumsmotor. Doch, sie will etwas erhalten, was einen enorm hohen Wert hat, was für uns die Lebensgrundlage ist, nicht nur für uns, sondern eben auch für künftige Generationen, nämlich unsere natürliche Grundlage. Deshalb halte ich diese Transformation sehr wohl für wohlstandsfördernd, so wie wir eigentlich Wachstum messen sollten. Und zwar nicht in Euro, materielle Güter oder Maschinen, sondern wirklich das, was für Wohlstand zählt. Der zweite Punkt dazu gehört für mich auch Energiepreise. Kommen wir sicherlich nachher mal dazu. Der deutsche Staat subventioniert fossile Energieträger mit 60 Milliarden Euro jedes Jahr. Also wenn wir mit unserem Auto ein Liter Benzin, keine Ahnung, 1,60 für einen Liter Diesel zahlen, zahlen wir letztlich nicht damit den Schaden, den die fossile Energieträger an Umwelt, an Klima, übrigens auch an der Gesundheit anrichten. Und da geht es wirklich darum, dass die Preise auch wirklich das widerspiegeln, was sie an Kosten, an Nutzen verursachen. Und Abbau von solchen fossilen, massiven 60 Milliarden, das sind 1,5% der jährlichen Wirtschaftsleistung und Subvention ist, darum geht es, das abzubauen. Und ein letzter Punkt. Aber wie kann das gehen mit dem Abbauen, wenn wir jetzt schon wieder über Energiepreissubventionen reden? Eigentlich ist es der Bundesregierung ja ganz lieb, wenn die Energiepreise hoch sind. Und jetzt stellen wir aber fest, und Sie haben ja in Ihrem Eingangsstatement schon auf die soziale Akzeptanz hingewiesen, jetzt stellen wir fest, dass hohe Energiepreise sozial nicht akzeptiert werden und jetzt wird dagegen ansubventioniert. Das ist doch irgendwie zumindest kontraproduktiv, was das Ziel der Bundesregierung betrifft, oder? Absolut. Wir müssen uns ehrlich machen, fossile Energieträger müssen deutlich teurer werden. Übrigens, dieser Begriff grüne Inflation ist der falsche Begriff, denn erneuerbare Energien sind bereits heute effizienter und günstiger. Das Problem liegt darin, dass wir eben noch eine viel zu hohe Abhängigkeit von fossilen Energieträgern haben. Deshalb muss es darum gehen, erstens diese Transformation zu erneuerbaren Energien zu beschleunigen. Das heißt auch, wir brauchen deutlich höhere Preise für fossile Energieträger. Ja, kurzfristig muss das sozial abgefedert werden. Das kann man über ein Klimageld machen, indem man den Menschen direkt, die betroffen sind, das Geld in die Tasche gibt, aber nicht, indem man jetzt Steuern reduziert oder Subventionen für fossile Energieträger weiter erhöht. Also ich glaube, da geht es darum, diesen Klimaschutz, diese Transformation nicht auszubremsen, sondern zu gestalten, aber eben sozial verträglich. Dankeschön. Jetzt habe ich Herrn Fuest, Herrn Bauer und dann habe ich Wortmeldungen von Herrn Bambach, Herrn Holtemöller und Herrn Kran. Ja, auch dazu, also ich denke, was die Klimapolitik angeht, liegt ja auf der Hand, dass das keine Wohlstandssteigerung jetzt für Deutschland speziell mit sich bringt. Wir schränken die Nutzung einer Ressource ein und wir setzen, also in dem Fall der fossilen Energien, und setzen Ressourcen ein, um zu einem weltweiten öffentlichen Gut beizutragen. Das heißt, von 100 Euro, die wir ausgeben, kommen vielleicht 1 oder 2 Euro uns zugute.
Insofern glaube ich, ist es in der Tat nicht sinnvoll zu sagen, dass das unsere Konsummöglichkeiten erweitert. Nichtsdestotrotz ist es ja richtig, dass Deutschland sich am Klimaschutz beteiligt und das ist ja auch beschlossen. Insofern ist es eigentlich akademisch zu diskutieren, ja, hilft uns das jetzt oder nicht? Ich denke, die entscheidende Frage ist, wie machen wir es? Also wie kriegen wir die Einhaltung dieser Ziele hin? Und da liegt ja genau die Debatte. Wir haben derzeit eine Neigung, das mit unglaublich dirigistischen Mitteln zu tun. Die Taxonomie ist schon angesprochen worden. Es ist ja absurd, eine Liste wirtschaftlicher Aktivitäten aufzuschreiben, von denen man dann politisch entscheidet, was wird gefördert und was nicht. Ist ja klar, dass da nur unbefriedigende Verhandlungen zwischen Lobbygruppen herauskommen können. Das ist Planwirtschaft. Wir haben ja die Instrumente Emissionshandel, Steuern. Wir haben das Problem, dass wir Gebäude und Verkehr dort einbeziehen müssen. Also wir müssen eigentlich über diese Instrumentenrede, über diese Instrumente diskutieren. Richtig ist auch, dass man das Ganze sozial flankieren muss. Da nur noch mal zur kurzen Frist ein Wort. Also ich halte überhaupt nichts davon, dass die Regierung jetzt ansubventioniert gegen steigende Weltmarktpreise für Energie. Ist völlig verrückt. Das sind reale Knappheiten, mit denen wir es zu tun haben. Die Haushalte müssen sich anpassen. Richtig wäre es, vulnerable Haushalte zu schützen, also denen etwa zu helfen mit Heizkostenzuschüssen. Aber wir, die wir hier alle sitzen, können uns auch etwas höhere Heizkosten leisten. Und wir brauchen auch die richtigen Anreize, auf diese Knappheiten zu reagieren. Danke. Vielen Dank. Und wenn ich nur noch mal referieren darf für diejenigen, die den Chat nicht verfolgen. Thomas Bollheimer bemerkt, dass je höher die Energiepreise sind, desto eher macht natürlich die Abschaffung der EEG-Umlage keine Probleme mehr, weil der EEG-Strom ja dann auch direkt vermarktet werden kann. Herr Bauer, Sie sind jetzt dran, bitte. Ja, ich wollte mich eigentlich zur Pandemie äußern und würde zurücktreten, wenn die Kollegen noch was hier zur Energie sagen würden. Es ist auch die letzte Möglichkeit, sich zur Pandemie zu äußern, Herr Bauer, weil wir das Thema dann abhaken. Wir müssen nämlich jetzt hier immer vorankommen. Okay. Wir haben nur noch 20 Minuten auf der Uhr. Vielleicht ganz kurz zur Pandemie, zur Energie ist schon viel gesagt worden und ich kann nicht weiterhin darauf nicht noch zusätzliche Dinge dazu beitragen. Aber ich glaube, anders als Herr Kurz, dass die Pandemie, ob die zu Ende ist, das ist noch nicht ausgemachte Sache. Wir sind in den letzten zwei Jahren insbesondere sehr häufig überrascht worden. Es kommt jetzt ein neuer Subtyp hoch, BA2, der Omikron, die offensichtlich sehr viel stärker auch noch ansteckend ist, wobei noch nicht ganz klar ist, inwieweit auch die Krankheitsverläufe schlimmer sind. Darüber wissen wir relativ wenig. Ich glaube, ich halte es durchaus für vernünftig, dafür vorzusorgen, auch in Sachen Kurzarbeitergeld, wenn es hier zu weiteren Problemen kommen sollte. Ob das dann in Anspruch genommen wird, ist eine vollkommen andere Sache. Wir haben gerade gehört, am Arbeitsmarkt ist relativ entspannt. Aber naja, das Risiko, Herr Bauer, ist ja nicht, dass es nicht in Anspruch genommen wird, sondern dass es von denjenigen in Anspruch genommen wird, die einfach ganz normale Strukturwandelprobleme haben, wie zum Beispiel die Autoindustrie, die ja im Augenblick überhaupt kein Problem hat mit Corona, sondern vor allem mit den Lieferketten und mit ihrem Umbau auf eine elektromobile Zukunft. Ja, sicherlich. Aber hier geht es um die Abwägung um kurzfristige und langfristige Probleme. Und ich glaube, hier in der kurzen Frist Vorsicht ist erstmal, glaube ich, hier die bessere Strategie, das Ganze auch dann entsprechend zu befristen. Diese Verlängerung ist, glaube ich, die vernünftige Strategie. Wir wissen nicht wirklich, was noch auf uns zukommt. Und hier vorzusorgen, glaube ich, ist die bessere Strategie. Mittel- bis langfristig muss man natürlich diese Strukturprobleme angehen. Da, glaube ich, sind wir uns alle einig. Ja, vielen Dank. Und dann bitte Herr Warmbach, Herr Holtemöller, Herr Kramm. Ja, ich will an dem Punkt direkt anknüpfen. Die Corona-Krise ist die erste Wirtschaftskrise, die wir hatten, wo die Zahl der Insolvenzen zurückgegangen ist. Also das ist schon erstaunlich. Ja, die Wirtschaft bricht ein und die Unternehmen, die machen
alle weiter. Und deswegen, Thomas Bauer, ich würde dir da widersprechen. Der Strukturwandel, der ist gravierend und die Krise hat da auch eine wichtige Funktion normalerweise, ja, den Übergang hinzubekommen. Und wir haben ihn nicht hinbekommen. Also die Förderprogramme sind doch sehr grob ausgeschlachtet worden. Ich weiß, damals zu Anfang der Krise hat die Bundesbank gewarnt von den Insolvenzen, die Banken aufgefordert, mehr Kapital zur Verfügung zu stellen. Wir hatten Simulationen, wie sich der Wettbewerb ändert und es ist nicht eingetreten. Ja, die Hilfsprogramme sind wichtig, aber dass sie überschießend sind, da kann man, glaube ich, gute Argumente für finden, weil der Strukturwandel ist nun mal gravierend. Und wenn ich einen Punkt, Marcel Fratsch hat es angesprochen, die unterschiedlichen Wachstumsmaße, die Diskussion, die haben wir ja schon vor 10 Jahren geführt. Da gab es die Enquete-Kommission, wenn Christoph Schmidt heute dabei wäre, der war da Mitglied, der Sachverständigenrat hat diese Gutachten gemacht und die ist wichtig, die Diskussion. Und Habeck hat da auch ja einen Punkt, dass er sagt, das Bruttosozialproduktwachstum oder Bruttoinlandsproduktwachstum ist nicht alles. Ja, und wir müssen auch die anderen Dimensionen berücksichtigen. Und da kann man sich auch sozusagen lange drüber diskutieren. Aber Bruttoinlandsprodukt ist halt auch ein Maß für die, sozusagen, wo sind die Arbeitsplätze, wo verdienen die Leute ihr Geld? Die Wertschöpfung ist ja primär menschlich geschaffene Wertschöpfung. Das ist also fast eine 1:1 Korrelation zwischen Wertschöpfung, die generiert wird, und zwischen Arbeitsplätzen und den bezahlten Arbeitsplätzen. Und der Strukturwandel betrifft nicht nur die Braunkohlegebiete hier in Baden-Württemberg. Das ZDW ist ja in Baden-Württemberg. Bei uns betrifft es die Zulieferer. Die halten sich jetzt noch am Leben, auch mit Kurzarbeitergeld. Ja, aber die wird es natürlich sehr stark erwischen. Und insofern glaube ich, wir sollten die Diskussion nicht führen, um abzulenken von den Problemen, weil am Ende sind es halt die Haushalte und die Menschen, die dort arbeiten, die auch die Beschäftigung finden müssen. Dankeschön. Herr Holtemöller und Herr Kran, bitte. Also ich finde diese Unterscheidung zwischen Wachstumswirkungen und Wohlstandswirkungen in keinster Weise akademisch oder unwichtig, sondern die sind extrem wichtig. Und ich glaube, dass auch das, was Herr Fratscher und Herr Kurz sagen, zusammenpasst. Also der weltweite Wohlstand, die Wohlfahrt, gemessen anhand eines Bündels an Indikatoren, wird durch die Dekarbonisierung zunehmen. Die realen Konsummöglichkeiten der Menschen in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften in der nördlichen Hemisphäre wird abnehmen. In Deutschland ganz besonders, weil auch das Verhältnis von Erwerbstätigen zu Bevölkerung insgesamt sich dramatisch verschlechtert. Also man kann heute, glaube ich, wirklich nicht hinstellen und sagen, die realen Konsummöglichkeiten je Einwohner in Deutschland werden sich in den nächsten 10 Jahren so entwickeln, wie sie das in der Vergangenheit getan haben. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, jedenfalls dann nicht, wenn die Klimaschutzziele oder sagen wir mal Emissionsreduktionsziele erreicht werden sollen. Also die realen Konsummöglichkeiten je Einwohner gehen in Deutschland verglichen mit einem Szenario ohne Alterung, verglichen mit einem Szenario ohne Dekarbonisierung zurück. Und das kann nicht gleich verteilt in der Bevölkerung passieren, weil wir jetzt schon große Bevölkerungsschichten haben, die wenig verdienen, die an der Einkommensuntergrenze sich eher bewegen. Also wir können das nicht gleich verteilen, diese Effekte. Wir müssen uns einen Mechanismus einfallen lassen, wie die Bevölkerungsgruppen, die das tragen können, diese Kosten real tragen. Und da komme ich zurück zu meinem ersten Punkt, diese Diskussion sehe ich nicht. Und im Chat wurde darauf aufmerksam gemacht, naja, was wäre denn dann die Empfehlung? Die Empfehlung ist, wenn die Ressourcen und die Verteilungsspielräume knapper werden, umso wichtiger ist es, dass die Politik effizient ist und dass sie sich an ökonomischen Effizienzkriterien orientiert. Und auch da sehen wir eigentlich eher das Gegenteil davon, sowohl was die Bekämpfung der Pandemie betrifft, als auch was die Klimaschutzpolitik betrifft. Da stimme ich Herrn Fuß völlig zu. Nicht? Dieser Versuch, das staatlich zu organisieren, wo man was fördert, das mag am Ende auch das Ziel erreichen, das weiß ich nicht, aber es ist wahrscheinlich nicht der effiziente Weg zum Ziel. Was wäre der effizienteste Weg? Marktkräfte wirken zu lassen. Da sind wir ja wieder bei den Standards, die Herr Kran eben angesprochen hat. Und Herr Kran, im Chat gibt es eben auch, abgesehen davon, dass Sie sich ohnehin gemeldet haben, gibt es im Chat ein paar Fragen an Sie. Eben einmal möchte Herr Müller-Kirschbaum gerne wissen, was Sie mit Standardsetzung meinen, jenseits der Taxonomie. Und dann fragt Sebastian Verhoerst, warum sehen Sie die Taxonomie so kritisch und warum beurteilen Sie die so zurückhaltend? Ja, vielleicht noch einen kleinen Satz vorneweg. Also ich stelle auch mal bei der Gesamtbeobachtung unserer Diskussion fest, dieses grüne Transformationsthema beherrscht irgendwie alles. Und gefühlt ist es für mich das erste Mal seit der Wiedervereinigung,
dass es so eine Art überragendes Politikziel gibt, dem sich viele andere Bereiche sozusagen automatisch unterordnen. Das ist eine gewaltige Bewegung, die unseren Intellekt herausfordert. Ja, und ich habe am Anfang schon gesagt, das Konzept dafür ist für meine Begriffe noch nicht überall durchdacht. Und jedenfalls nicht in dem Bereich, den ich überschaue, wo es um die Finanzseite geht. Ich glaube, dass diese große Anstrengung, von der ja alle reden und die in viele Bereiche reingreift, eben auch großartig schief gehen kann. Und das nicht nur großartig gelingen kann. Das, natürlich hoffen wir, dass sie gelingt. Aber die Frage, wie ich das mache, das hat Clemens Fuß schon gesagt und andere auch in der Runde, ist das absolute Entscheidende. Und wir haben da wenig Substanzwissen. Wir sind da alle in unseren jeweiligen Expertenfeldern am Überlegen, wie das denn eigentlich gehen könnte. Und ich möchte einen Bereich nochmal herausheben, dem meiner Meinung nach hohe Bedeutung zukommt. Das ist die gesamte Finanzierungs- oder Kapitalmarktseite. Am Ende muss es gelingen, das Kapital für Investitionen zu mobilisieren, die auch tragfähig sind. Und wir müssen den Marktmechanismus tatsächlich nachschärfen in der Hinsicht, dass die Förderung nicht lebensfähiger Technologien und Transformationswege nicht künstlich ermöglicht wird, sondern dass wir also hier den Markt... Das spricht doch dann eher für Standardsetzung und für Taxonomie. Absolut. Es spricht für, und zwar, ich halte die Standardsetzung für das große Kapitel, das jetzt angegangen werden muss und wo konzeptionell von unserer Seite, da schließe ich uns hier alle irgendwie mit ein, auf jeden Fall uns bei SAFE, viel zu wenig dran gedacht worden ist. Wir haben alle die Diskussion um die Taxonomie verschlafen. Die ist passiert irgendwie in Hinterkammern und plötzlich war sie da. Jetzt steht sie da und soll in Gesetzeswerk oder wir denken ja heute über die Kategorisierung von Atom und Gas, in was ist es eigentlich, Einfluss nehmen. Das aber was ist denn jetzt Ihr, warum ist es denn falsch? Sie sagen, wir brauchen Standards, die EU hat sich an die Standardsetzung gemacht. Es liegt jetzt ein Vorschlag da, der ja wahrscheinlich auch zur Realität werden wird. Warum ist es falsch gelaufen? Ja, also ich glaube, er wird nicht zur Realität, sage ich mal. Es wird was anderes zur Realität werden und dafür werden die Märkte sorgen. Aber was, und das kann ich auch kurz skizzieren, was das ist. Aber warum die Taxonomie nicht richtig ist, ist, sie versucht mit einem binären Modell, nachhaltig, nicht nachhaltig, die Welt zu klassifizieren auf Ebene einzelner Aktivitäten oder Unternehmenseinheiten. Das kann keinen Prozess des Wandels herbeiführen, sondern lediglich eine Momentaufnahme zementieren und darauf dann weitere Entwicklungen aufsetzen. Die ganze Dynamik des Wandelsprozesses wird mit der Taxonomie nicht adäquat gesteuert oder ist gar nicht steuerbar. Was wir brauchen, ist eine regelmäßige, flächendeckende Sichtbarmachung von Indikatoren, bei denen die Fachleute im Klima, im Biodiversitäts- und anderen Bereichen sagen, jawohl, das gibt uns Maßzahlen, die Substanz messen. Die müssen sichtbar gemacht werden, transparent gemacht werden. Und dann muss der Gesetzgeber die Regeln formulieren, wo er Obergrenzen, Untergrenzen, Mindeststandards und so weiter sehen will. Und den Rest muss der Kapitalmarkt machen. Und das kann der auch. Kann er das wirklich? Weil wir sehen ja im Moment, dass eben nachhaltige Anlageformen sehr, sehr hoch bewertet werden, obwohl sie ja möglicherweise in der Rendite gar nicht so doll sind. Also führt das nicht am Ende dazu, dass man Standards setzt, die nachhaltige Investments eben natürlich dann auch privilegieren vor nicht nachhaltigen Investments, die aber die Erwartungen der Anleger dann am Ende nicht treffen? Absolut. Jetzt haben wir eine Kategorisierung, bei der die Veränderungsraten überhaupt keine Rolle spielen. Um die geht es aber. Wir wollen transformieren, wir wollen Wandel. Dafür müssen wir ganz anders beobachten, nämlich regelmäßig und die Veränderungen messen und die Veränderungen müssen bewertet werden können. Das kann mit der Taxonomie nicht geschehen. Und das ist ein großer Konzeptfehler. Die Ausrichtung an wirklich grünen, an sagen wir Nachhaltigkeitskriterien muss vom Kapitalmarkt beobachtet werden können. Mit Rendite im Übrigen, mit Überrendite noch gar, hat das nichts zu tun. Das wird teuer. Der Wandel wird teuer und der wird uns auch Rendite kosten. Der Wandel wird teuer und Thomas Hühne vom BDI weist darauf hin, dass natürlich den Aussichten für nachhaltige Investitionen die Abschreibungen für nicht nachhaltige Investitionen entgegenstehen. Also dass das natürlich das Absolut. Wachstum dann am Ende auch nochmal beeinträchtigt, wenn man eben dann doch einen größeren
Abschreibungsbedarf oder sogar Stranded Investments. Also, wenn ich noch einen Satz nachfügen darf. Einen Satz noch. Das sind diese, was Sie gerade ansprechen, die Veränderung von Vermögenswerten, von Produktionsanlagen, von ganzen Industriezweigen, sind große Risiken, die im Finanzsektor gemanagt werden müssen, auf die wir uns einstellen müssen. Ja, da kommt also ein großer Wandel auch auf die Finanzindustrie zu. Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt nur noch ein paar Minuten. Herr Kurz, ich habe Ihre Hand gesehen. Sie sind auch gleich dran. Ich würde allerdings sehr darum bitten, dass wir vielleicht jetzt nicht mehr die Diskussion nach auf schon vorangegangene Wortbeiträge führen, sondern dass wir über das Thema Inflation reden. Das beschäftigt viele Menschen. Wir haben gesehen, dass die Inflation nicht, wie erwartet, im Januar dramatisch zurückgeht, weil eben dieser Mehrwertsteuereffekt aus der Corona-Pandemie verflossen ist, sondern die Inflation ist nachhaltig hoch. Und Herr Holtemöller hat ja eben auch darauf hingewiesen, dass die Transformation, die jetzt vor uns ist, die reale Kaufkraft von Menschen und Gruppen verschieden beeinflussen wird. Und diese reale Kaufkraftbeeinflussung drückt sich ja auch aus in Inflationsraten. Also was kommt da auf uns zu? Der kurzfristige Inflationsdruck, der wird noch eine Weile andauern, der raubt mir aber nicht den Schlaf. Das ist ein Problem, aber es bleibt trotzdem temporär. Wir hatten eine absolute Sondersituation. Wir haben weltweit in großem Stil Phantomeinkommen geschaffen, die auch gar nicht ausgegeben werden konnten. Und jetzt haben wir einen riesigen Kaufkraftüberhang, der natürlich auch auf die Konsumgütermärkte drängt. Und dort noch die Preise erhöht. Wir sehen auch, dass noch nicht längst alle Kostensteigerungen auf der Verbraucherstufe angekommen sind. Das wird sich aber im Zuge, insbesondere wenn die Lieferengpässe wieder bereinigt sind, auch wieder glätten. Aber mittelfristig bauen sich ganz andere... Bitte? Das heißt, dass die Inflationsraten zurückgehen? Ja, sie werden zurückgehen auf die nächsten 1-2 Jahre würde ich davon ausgehen, dass wir wieder in der Tendenz sinkende Inflationsraten haben. Aber das darf eben gerade nicht den Blick für die mittelfristigen Inflationsrisiken verstellen, weil wir es dort mit Hardcore-Problemen zu tun haben, nämlich die Überforderung unserer Produktionsmöglichkeiten. Die demografische Entwicklung bedeutet ja, es wird weniger gespart, weil die Leute älter sind und dann gesamtwirtschaftlich sogar eher entsparen. Über die vielen Investitionen für die Transformation kommt ein zusätzlicher Kapitalbedarf hinzu. Beides dürfte die Zinsen steigen lassen, denn das ist ein globales Phänomen, kein deutsches Phänomen, was so im Meer des Weltkapitalmarkts untergeht, sondern ein globales Phänomen. Wenn dieser Zinsanstieg, der hier angelegt ist, durch die Notenbanken nicht in der gleichen Weise nachvollzogen wird, weil sie Sorge haben aufgrund der hohen Staatsverschuldung, die wir mit uns herumschleppen, dass wir dann wieder in neue Krisensituationen an den Finanzmärkten hineinkommen, dann kann sich das nur noch über das Inflationsventil entladen. Und das sind in der Tat Probleme, über die man nachdenken muss. Und die haben viel mit dem zu tun, worüber wir am Anfang gesprochen haben, nämlich, dass die Wachstumskräfte schwächer werden. Und noch einmal, auch die Transformation, die hat natürlich eine Rendite in der sehr langen Frist, in 20 oder 30 Jahren. Aber auf absehbare Zeit der nächsten 10 Jahre gibt es eben keine doppelte Dividende im Sinne von weniger Emission und zusätzlichem Wirtschaftswachstum. Das ist die Illusion, von der ich gesprochen habe, sondern wir kommen immer öfter in die Debatte, können wir uns überhaupt das, was wir möchten, durch unsere ökonomischen Fähigkeiten überhaupt ermöglichen? Naja, aber man könnte ja, Herr Fuß, sagen, wenn es tatsächlich so ist, wie Herr Kurz das jetzt skizziert, es gibt ja einen unglaublichen Berg an Erspartem, zumindest in Deutschland. Die Sparquote ist in der Corona-Pandemie nochmal hochgegangen auf 16%, von ohnehin schon hohen 10%. Jetzt könnte man ja sagen, dann lass doch die Leute einfach in die nachhaltigen Anlagen investieren. Dann braucht der Staat sich gar nicht zu verschulden, wenn die Leute ihr Erspartes, für das sie ja ohnehin dringend nach Anlagemöglichkeiten suchen, da vergraben. Ist das falsch oder ist das nur oberflächlich gedacht? Ja, zunächst mal, glaube ich, ist es richtig und auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass es ja hier nicht primär um öffentliche Investitionen geht, sondern es geht um private Investitionen. Das reicht von der Gebäudedämmung über neue Produktionstechnologien bis hin zu vielen anderen Dingen. Die Frage ist natürlich, machen die Unternehmen das? Also Herr Kahn hat gerade das Thema Finanzmärkte angesprochen. Dort werden ja Kapitalströme gesteuert. Machen die Unternehmen das? Und der andere Punkt ist, es hat Herr Bambach unterstrichen,
sind wir realwirtschaftlich eigentlich in der Lage, diese Investitionen zu tätigen? Und da kommen unter anderem die Planungsverfahren hinein. Sie selbst haben gesagt, Frau Weidenfeld, es könnte auch so gehen, dass wir eine Blase in grünen Assets bekommen. Vielleicht haben wir die schon. Verschiedene Hedgefonds sind ja schon der Meinung, dass die vorliegt. Also wenn wir jetzt all diese Ersparnisse steuern und locken in grüne Anlagen, im Finanzsektor sehen wir ja schon, dass zumindest das Marketing schon stimmt und man Sparer jetzt, ich sage mal, einlädt, vornehmen, hier zu investieren. Wenn es richtig ist, dass die Planungsverfahren uns nicht erlauben, das auszubauen und das im Ausland ähnlich geht, dann ist klar, wir kriegen eine Blase in grünen Anlagen und irgendwann einen Crash und einen Riesenscherbenhaufen. Und ich denke, das gilt es zu verhindern. Wir kommen nicht drum herum, da würde ich Herrn Kurz zustimmen, auch Herrn Holtemöller, wir kommen nicht um die Tatsache herum, dass unsere realen Produktionsmöglichkeiten also begrenzt sind und wir uns zusätzlich selbst noch Ketten anlegen durch die langsamen Planungsverfahren. Damit müssen wir irgendwie umgehen. Herr Kranen, vielleicht möchten Sie dazu noch zwei Sätze sagen, weil eigentlich, also Herr Fuß sagt ja, wir müssen das verhindern, dass es so eine Art Überinvestition jetzt gibt, auch kurzfristig in diese Sektoren. Und Herr Kurz hat ja eben schon darauf hingewiesen, welche Folgen das hat, wenn man möglicherweise in einen ohnehin jetzt vergleichsweise starken Aufschwung nochmal reinfeuert und sagt, jetzt sollen aber bitte auch nochmal alle Grünen investieren. Auf der anderen Seite sind aber doch all diese, in der Vergangenheit jedenfalls, diese ganz großen Aufgaben, wo Infrastrukturen mit privatem und auch staatlichem Kapital aufgebaut worden sind, das waren doch immer Überinvestitionsphasen. Also ich will jetzt nicht die Eisenbahnkrise des 19. Jahrhunderts bemühen, aber zumindest bei der Dotcom-Blase haben wir das doch auch gesehen. Da ist eben wahnsinnig viel investiert worden, natürlich in nicht nachhaltige Unternehmen, aber eben auch in nachhaltige Infrastruktur. Viele Anleger haben da ihr Geld verloren und am Ende haben wir aber eine Infrastruktur übrig gehalten, für die es sich lohnt. Ist das nicht bei der Klima, beim Umbau oder bei der Transformation zu einer klimaneutralen Gesellschaft genauso? Der Unterschied ist hier sicherlich, dass in der ganzen, sagen wir mal, digitalen Revolution, die wir erlebt haben in den letzten 20 Jahren, die Mitwirkung und Steuerungsleistung eines Staates praktisch keine Rolle gespielt hat, sondern das hat sich mehr oder weniger im Wildwuchs durchgesetzt. Die Dotcom-Blase war eigentlich nur so ein Ausrutscher am Anfang, der aber am Ende sich doch ausgezahlt hat. Und das hat was mit Börsengeschehen zu tun und so weiter, nicht mit der grundsätzlichen Richtigkeit in dieser Richtung zu investieren. Im grünen Bereich, da setzen wir uns schon im Grunde hinweg über das, was automatisch und alleine am Markt passieren würde, sondern wir geben dem Markt zusätzliche Regeln. Und deswegen habe ich gesagt, es ist extrem wichtig, dass wir diese Regeln und diese Maßzahlen, an denen wir das ausrichten, richtig bestimmen und nicht falsch. Deswegen kann das auch großartig schieflaufen, die ganze Sache. Die Mobilisierung von privatem Kapital ist eine große Herausforderung. Und ich kann nur einen Punkt sagen, auch noch in Ergänzung zu dem, was Clemens gesagt hat, die Kosten oder die Erträge, die bei einer großen Blase auftreten würden als Verlust der Investoren, wird eigentlich dann klein gehalten, wenn wir den Kapitalmarkt möglichst umfangreich und global an diesen Projekten beteiligen und auch dessen Selektionskraft bemühen können. Ja, und das ist mit staatlichen Investitionen viel schwerer als mit marktlichen Investitionen, mit marktlich gesteuerten Kapitalströmen. Und deshalb auch verbindet sich diese grüne Transformation stark mit dem Thema Kapitalmarktentwicklung in Deutschland. Vielen Dank. Und ich habe jetzt noch eine Wortmeldung von Herrn Fratscher. Und weil es auch der letzte Beitrag ist, den wir leider in dieser Stunde unterbringen können, Herr Fratscher, würde ich Ihnen gerne noch die Frage mitgeben von Sabine Ponert, die vom Büro Dieter Janicek, MdB, fragt nach den Carbon-Leakage-Risiken. Wir haben ja eben schon immer mal wieder gesagt, es gibt eben viele Dinge, die können wir national regeln, aber wir werden das Problem nicht national lösen. Und dazu gehören ja eben auch Carbon-Leakage-Risiken, also dass
Unternehmen, für die sich das Investment in Deutschland dann nicht mehr lohnt, unter den herrschenden Klimabedingungen oder unter den herrschenden Regulierungen und Standards, die gesetzt werden, dass diese Unternehmen dann eben mit ihrer Produktion ins Ausland gehen und da eben dann den CO2 ausstoßen, was sie hier nicht mehr ausstoßen dürfen. Dazu müssen Sie jetzt ganz kurz was sagen. Ich sehe nämlich auch schon Herrn Kleiner wieder erscheinen und das ist der unbestechliche Hinweis darauf, dass unsere Zeit leider um ist. Gerne. Ich möchte nur noch einmal widersprechen bei dem Begriff Überinvestitionen. Also wenn wir, das sollte wirklich eine unserer geringsten Sorgen sein, wenn wir die letzten 30 Jahre in Deutschland zurückschauen, haben wir nicht das Problem von Überinvestitionen gehabt, sondern dass wir eine große, große Investitionslücke öffentlich wie privat hatten. Deutschland hat als Beispiel einen Leistungsbilanzüberschuss von 200, 250 Milliarden Euro im Jahr, was wir als Volkswirtschaft erwirtschaften, aber nicht hier investieren. Und die Automobilbranche ist ein Beispiel, wo eben zu lange nicht investiert wurde auf Jan Kahn. Öffentliche und private Investitionen sind keine Substitute, sondern sie müssen einander ergänzen. Eine leistungsfähige Infrastruktur ist extrem wichtig, um private Investitionen möglich zu machen. Also ich will nur noch mal widersprechen dieser Diskussion jetzt. Wir sollten uns Sorge machen, dass hier zu viele Investitionen fließen. Wir wissen aus der Vergangenheit, die viel größere Sorge ist, dass wir zu langsam sind, dass wir damit nicht nur den Klimaschutz nicht hinbekommen, sondern letztlich an Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Denn das ist für mich der wichtige Punkt, dass eher für die Investition. Carbon Leakage, natürlich muss das europäisch gelöst werden. Ich glaube nicht, dass Klimaclubs der richtige Weg ist, sondern wir brauchen letztlich global und vor allem erstmal auf europäischer Ebene gemeinsame Standards. Da sind wir bei Standards. Deshalb, diese Sorge teile ich durchaus und da geht es letztlich auch wieder um die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen. Vielen Dank, Herr Fratscher, und ich danke Ihnen allen, entschuldige mich für die knappe und die rüde Art, Sie alle abzuwürgen und entschuldige mich auch bei denjenigen, deren Fragen wir im Chat jetzt nicht beantworten konnten. Hoffe, dass Sie trotzdem was mitnehmen und darf an Herrn Kleiner weitergeben. Herzlichen Dank, liebe Frau Weinfeld. Ich glaube, Sie müssen sich nicht entschuldigen. Sie haben wie immer eine wunderbare Moderation gezeigt. Ich jedenfalls höre Ihnen immer sehr gerne zu. Also ganz herzlichen Dank für heute. Ich danke auch ganz herzlich meinen Kollegen aus den Wirtschaftsforschungsinstituten für diesen diesjährigen Leibniz-Wirtschaftsgipfel, für die hochspannende Diskussion, durchaus kontrovers, aber ich habe jedenfalls, behaupte ich das, mitgenommen als gemeinsam, dass wir agil, aktiv, auch mutig und optimistisch in die Zukunft schauen sollten und uns dieser Zukunft, die sicherlich viele Herausforderungen birgt, stellen sollen. Ganz herzlichen Dank Ihnen. Und meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie in dieser großen Zahl diese Leibniz-Debatte verfolgt haben. Ich würde Ihnen gerne zurufen, ich wünsche Ihnen beste Gesundheit heute am 2.2.22. Vielleicht sehen wir uns ja dann auch am 3.3.33 wieder und wissen viel, viel mehr, als wir heute es wissen. Wissen ist ein Schlüssel für unsere Zukunft und deswegen wünsche ich Ihnen und uns am Ende, bleiben wir doch bitte neugierig und aufmerksam. Herzlichen Dank für heute und Ade.